Jetzt angeregt diskutiert haben, mache ich ganz schnell weiter. Es erwartet Sie Professor Dr. Schinkel. Er ist Vorsitzender der Konferenz der Fachbereichstage im Hochschulrat der Hochschule Mannheim und in mehreren Berufs- und Standesverbänden aktiv. Er ist Ingenieur des Maschinenbaus, hat an verschiedenen Universitäten Clausthal, Braunschweig und Karlsruhe sein Handwerk gelernt und promoviert. Und er wird sich jetzt mit der Position der Konferenz der Fachbereichstage in diesem Bildungskonglomerat auseinandersetzen. Herr Professor Dr. Schinkel. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind im Thema, kommt automatisch, Durchlässigkeit. Direkt der Vortrag vor mir hat ein schönes Beispiel dafür gebracht, dass man spezielle Studiengänge für die Durchlässigkeit sozusagen aufgebaut hat. Der Vortrag nach mir wird auch so sein. Und mein Vortragsthema Position der Konferenz der Fachbereichstage sagt ja wenig. Ne? Kurz gesagt, was mache ich mal? Ich versuche Ihnen darzulegen, was wird passieren, wenn Sie einfach um die Ecke sozusagen zur nächsten Hochschule gehen, Standard, nicht vorher schauen, wo gibt es Sonderprogramme, was würde Sie dann wahrscheinlich erwarten? Warum kann ich Ihnen überhaupt so ein bisschen Überblick geben dazu? Vielleicht deshalb ganz kurz für diejenigen, die aus der beruflichen Bildung kommen. Was ist überhaupt die Konferenz der Fachbereichstage? Nun, an den Hochschulen sind die, sagen wir mal, Fachabteilungen. Die nennen sich Fakultäten oder Fachbereiche, je nach Hochschultyp, Universität oder Hochschule für angewandte Wissenschaft. Und diese Fachdisziplinen haben sich zusammengeschlossen, zum Beispiel zu einem Fakultätentag für Maschinenbau und Verfahrenstechnik an den Universitäten oder an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften heißt der dann Fachbereichstag Maschinenbau. Das gibt es auch für Elektrotechnik, gibt es für Informatik, davon gibt es eine ganze Menge. Und die haben sich zusammengeschlossen wiederum zu einer Dachorganisation und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist das halt diese Konferenz der Fachbereichstage. Ne? Sind also 19 sind wir inzwischen, 19 Fachbereichstage vertreten. Und wenn man mal so durchzählt, wie viele Fakultäten, Fachbereiche sind da drin, so gut 600 ungefähr. Also doch eine relativ große Breite. Man deckt diesen Hochschulbereich, Hochschule für angewandte Wissenschaften, ganz gut ab. Gut, zuerst mal, wenn Sie beruflich qualifiziert sind und ins Studium möchten, ist die erste Frage, werde ich überhaupt zugelassen? Schlicht und einfach eine Information. Da gibt es eine wunderbare Seite, Studieren ohne Abitur. Das ist für die beruflich Qualifizierten, die jetzt nicht sowieso schon Abitur haben. Das, wie die ins Studium kommen, das gibt es ja schon seit 20 Jahren, das ist sogar noch länger, schon ewig. Das ist nicht das Thema, sondern wenn Sie eben noch keine klassische Hochschulzugangsberechtigung haben, Fachhochschulreife, Abitur haben, Meister, Fachwirt, Techniker, dann haben Sie normalerweise heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Und selbst wenn Sie das nicht haben, haben aber einiges an Berufserfahrung, haben Sie eigentlich auch kein echtes Problem mehr. Kurz gesagt, zusammengefasst, als Meister, Fachwirt, das heißt so offiziell immer als gleichwertig anerkannte Qualifikation, Techniker. Steht nicht in allen Landeshochschulgesetzen drin, in dieser Form. Sind Sie normalerweise heutzutage dem Abitur gleichgestellt? Es gab bis vor kurzem zwei Ausnahmen, deshalb Brandenburg steht in Klammern, da wird gerade das Hochschulgesetz geändert. In Sachsen sind Sie nicht ganz gleichgestellt, da ist man noch fachlich gebunden, aber sonst ist das eigentlich kein Problem reinzukommen, wenn auch in jedem Bundesland die Regelungen ein bisschen unterschiedlich sind. Es ist leider ein bisschen unübersichtlich. Deshalb habe ich Ihnen auch diese Internetseite gegeben. Also auch da hole ich meine Informationen auch. Die ist ziemlich gut. Also reinkommen ist kein Problem. Achtung, in den Bachelor. Danach kommt eigentlich die Frage, und dann bin ich da gut eingebunden
Ja, und dann sagt man zuerst mal, ja, gucken wir mal, wo ich studieren kann. Und dann gibt es gleich von dieser Seite Link zur Hochschulrektorenkonferenz in Hochschulkompass. Da finden Sie über 6000 Studienangebote, wo Sie problemlos ohne Abitur studieren können. Also eigentlich überhaupt kein Problem. So, jetzt gehen Sie zu solch einer Hochschule hin. Irgendwo haben Sie sich nicht übermäßig schlau gemacht. Und was erwartet Sie? Erwarten Sie da viele andere, die sowas gemacht haben? Seit letzten Monat ganz neu eine neue Studie dazu gegeben, wie viele Leute studieren denn überhaupt ohne Abitur oder Fachhochschulreife oder das, was anderes noch klassisch ist. Das ist zwar stark am Steigen, die roten Balken, das sind die Studienanfänger, das da drei sind, ist Studienanfänger, wie viel sind es real, wie viele Studenten und wie viele schließen ab, ne? Darum nehmen wir das ein bisschen ab. Und Sie sehen, über die Jahre hinweg ist das deutlich angestiegen, aber mal ehrlich, im Jahr 2012, das war letzten Daten, die da sind, aber letzten Monat rausgekommen, haben wir gerade mal 1,6% unserer Studierenden, die über diesen Weg ins Studium reingekommen sind. Das heißt, normalerweise im statistischen Mittel sind sie wenig. Nächste Frage, was für ein Hochschultyp? Auch da gibt diese neuen Untersuchungen was wieder. Teilen wir auf, klassisch in Universitäten und Fachhochschulen, sprich Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sieht man, fast pari pari, ein bisschen mehr an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und Musikhochschulen spielen mengenmäßig keine große Rolle. An sich ist die Zahl ein bisschen verwunderlich. Ich hatte noch die Zahlen vom Jahr davor, da waren es sogar an den Universitäten mehr als an den Fachhochschulen. Da wundert man sich so ein bisschen. Ne? Leute, die kein Abitur haben, würde ich erstmal erwarten, dass die eher an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften gehen. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Wenn Sie die Universitäten auseinanderpflücken und das zerlegen, dann stellen Sie fest, die gehen fast alle zur Fernuniversität Hagen. Und an den restlichen Universitäten gibt es quasi nichts. Dass das so komische Prozentzahlen sind, habe ich mich auch erst gewundert. Das heißt schlicht und einfach, wenn Sie die aufaddieren, kommen Sie auf den Prozentzahl von allen Hochschulen. Ne? Deshalb in Summe sind das keine 100%, das sind nur die typischen Universitäten. Bei den Fachhochschulen ist es ähnlich. Da ist es nur nicht eine Hochschule, auf die sich alles konzentriert, sondern da gibt es so eine Handvoll, die spezielle Programme anbieten. Da landet die große Masse. Und an der Standard-Hochschule für angewandte Wissenschaften landen ganz wenige. Normalerweise unter 1%. Das heißt, wenn Sie an irgendeine Hochschule rangehen, die eben keine Sonderprogramme anliefern, müssen Sie davon ausgehen, Sie haben unter 1% Studierende dort ohne Abitur oder Fachhochschulreife. Das wird auch tatsächlich bestätigt, wenn man den Ländervergleich sich anschaut. Gucken wir gleich noch drauf. In den Ländern, wo es wenig so spezielle Angebote gibt, gibt es viel weniger. Also nochmal, zusammenfassend. 1,6 ungefähr Prozent der Studierenden haben nur Abi oder kein Abi oder keine Fachhochschulreife und es konzentriert sich auf wenige Hochschulen. Allen anderen Hochschulen ist dieser Anteil sehr gering. Wenn ich jetzt für meinen Hochschultyp rede, wir haben in einem Studiengang, sagen wir so, typischerweise 50, 60 Studierende, die anfangen. Bei jährlicher Aufnahme heißt das, alle 2 Jahre kommt jemand so zu mir. Also wenn Sie zum Beispiel als Techniker, Technikausbildung zu mir im Studium kommen und sagen, so gibt es spezielle Angebote für mich, dann sage ich in dem Sinne, vor 2 Jahren hatte ich mal jemanden, der war Meister und vor 4 Jahren gab es sogar mal einen Zahntechniker. Ja? Wie gehe ich damit um bei diesen kleinen Zahlen? Das ist ein gewisses Problem. Wie gesagt, bestätigt diese Zahlen, wie viel studieren in verschiedenen Bundesländern, unten schlecht zu lesen, die Abkürzung. Also in Baden-Württemberg, wo es wenig Angebote gibt für diese spezielle Gruppe an Hochschulen, liegen wir deutlich unter 1%. In Berlin zum Beispiel gibt es deutlich mehr Angebote, Steinbachs Hochschule zum Beispiel, da liegen wir gleich über 3%. Die Hochschulen teilen sich in 2 Gruppen, mit speziellen Angeboten, ohne spezielle Angebote. Taucht natürlich die erste Frage auf, warum tun dann eben nur wenige Hochschulen so etwas für diesen Typ beruflich hochgebildete, aber eben ohne Hochschulreife?
Und der einfachste Grund ist schlicht und der, die Nachfrage im ganz normalen klassischen Studium ist schlicht und einfach klein. Da kommt fast keiner. Die kommen normalerweise dann, wenn sie anbieten, Fernstudiengänge, berufsbegleitende Studiengänge. Also was anderes, sie müssen was on top machen, was Spezielles für diese Gruppe. Dann kommen die. Und deshalb konzentriert sich das auch. Und wenn man genau schaut, ganz häufig Fernstudiengänge. Zweiter Punkt ist der, ja, wenn ich was total Neues machen will, Fernstudiengang, dann brauche ich die Kapazitäten dafür. Habe ich das? Nee. Die meisten Hochschulen, nicht alle, aber die meisten Hochschulen haben im Moment ganz andere Probleme. Können Sie natürlich sagen, was interessieren mich die Probleme der Hochschulen? Doch, das sollte Sie interessieren, denn wenn Sie dann ins Studium gehen, sollten Sie Folgendes wissen. Warum haben die andere Probleme? Ganz einfach. Wir haben konsequent in der Zeitung deutlich mehr Studienanfänger. Natürlich nicht lesbar. Sie sehen nur, über die Jahre werden die blauen Balken da etwas höher. Aber die Anzahl der Studierenden geht rapide hoch. Und die Hochschulen sind dafür eigentlich gar nicht ausgelegt. Viel stärker gestiegen als geplant ursprünglich. Das heißt, wir ertrinken, nicht alle Hochschulen, aber viele ertrinken in Studierenden. Der zweite Grund, wir haben nicht nur mehr Studierende, sondern wir haben auch noch einen neuen Typ, nämlich dass Bachelor-Absolventenrot so stark hochgeht. Das war logisch, weil man was Neues eingeführt hat. Dass aber dieses eigentlich neue Masterstudium auch so stark hochgeht über die Zeit, das war nicht geplant. Die aktuellen Zahlen vom letzten Studienjahr sind die, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, also 2012, das letzte, was veröffentlicht worden ist. Im Januar ist das veröffentlicht worden. An den Unis, Zunge zergehen lassen, im gleichen Zeitraum knapp 90.000 Bachelor-Absolventen und mehr im gleichen Zeitraum Master-Anfänger. Wie soll das gehen, denkt man im ersten Moment. Also logisch, da kommen welche extern. Entweder von anderen Hochschultypen, ganz selten auch nochmal aus einem alten Diplomstudiengang. Aber da kommen welche. Und jetzt gucken Sie sich mal unten die Fachhochschulen an, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ist-Zahl, nicht von wegen Planung oder sowas. Da sind wir auch schon bei über 40% real steigende Tendenz. Das war überhaupt nicht geplant. Was so mal geplant war, einfach nur mal um so ein bisschen in Summe, jetzt liegen wir da so bei 80%. Geplant war mal von 2011 aus einem Bericht der Kultusministerkonferenz. Auch das muss man sich mal vor Zunge zergehen lassen. Ich lese es einfach mal vor, Sie können es auch selber lesen. Die Modellrechnungen zeigen, dass die Ausbildungskapazitäten aufrechterhalten werden können. Ja, schön. Wenn der Übergang von 50% vom Bachelor zum Master in der Regel, Summa von allem, nicht überschritten wird, sind wir total jenseits von. On top oben drauf gekommen, nicht geplant. Da sind im Moment die Probleme. Da macht man keinen neuen Studiengang auf. Fazit, wenn Sie an irgendeine Hochschule gehen, ohne sich schlau zu machen, dann können Sie für Ihren Typ, ich komme ohne Abitur und mir fehlen irgendwelche mathematischen Hilfen oder sowas, können Sie keine spezielle Unterstützung erwarten. Warum? Na, da kommt zweimal im Jahr, also alle zwei Jahre kommt jemand, das ist einfach zu wenig, kann man nicht extra was für aufbauen. Zweitens, wenn Sie diesen Weg gehen möchten, und studieren wollen, machen sich ein bisschen Gedanken darüber, ist ein Studium für mich wirklich interessant? Im Moment springen so viele Leute aufs Studium drauf und in der beruflichen Bildung machen sie immer weniger. In 20 Jahren könnte es sein, dass Sie mit einer Technikerausbildung besser dastehen als ein Ingenieur mit einer Bachelorausbildung, sage ich mal so. Sie haben andere Fähigkeiten als die, aber die können eventuell viel gefragter sein. Aber das ist Spekulation persönliche. Was Sie wissen sollten, ist in dem Zusammenhang, die Studierendenzahlen sind deutlich gestiegen und ich habe hier normiert auf das Jahr 2000, ganz zum Anfang, damit man es besser vergleichen kann, in Rot nochmal die Zahlen, wie hat sich die Studierendenzahl entwickelt und in Blau, das ist für die Techniker, wir sind hier auf einer Tagung, Verein der Techniker, wie das mit den Ingenieuren ist, also die Anzahl der Anfänger bei den Ingenieuren ist überproportional gestiegen. Sollte man wissen. Große Semester,
in gewisser Weise auch ein bisschen Massenabfertigung. Dann, wenn Sie sich entscheiden wollen für ein Studium, machen Sie sich bitte klar, da steht Theorie stark im Vordergrund. Das ist jetzt schon ein Problem. Da gibt es mehrere Untersuchungen. Ich habe Ihnen zwei Zitate mitgebracht aus Bayern und Baden-Württemberg. Auf der Hinfahrt heute, gestern nach Berlin, habe ich eine neue Bundesstudie gelesen. Die hätte ich reingebracht, wenn ich sie schon vorher gelesen hätte. Kommt das Gleiche raus. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wurden in Bayern Masterstudierende befragt. Master, nicht Bachelor. Und was fehlt Ihnen mehr oder weniger am meisten? Mehr Praxisbezug hätten Sie gerne und finden Sie im Studium nicht so viel. Das heißt, wir haben jetzt schon den Stand, da sitzen Leute, die wollen eigentlich mehr Praxis machen, aber Studium ist nun mal Theorie. In Baden-Württemberg genau das Gleiche. Während, interessant ist, das war eine reine Studie für Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Auch dort, die wurden zwar sehr gelobt, aber an einem Punkt überhaupt nicht. 50% kritisierten, sie hätten gerne mehr Praxisbezug. Ja, wo sollen wir denn vielleicht noch mehr Praxisbezug machen? Muss ja noch ein Studium bleiben. Also, wenn man studiert, muss man sich darüber im Klaren sein. Deshalb vorhin die Frage auch an den Herrn Hopp, wissen Ihre Leute, auf was sie sich einlassen? Sie müssen sich darüber im Klaren sein, ein Studium bleibt eine wissenschaftliche Ausbildung. Und da ist eine ganze Menge Theorie drin. Und wenn Sie Ingenieurwissenschaften machen, was für viele Techniker interessant ist, dann haben Sie da erstmal richtig Mathe, Physik zum Anfang. Ist halt so. Da muss man durch. Wollen Sie das? Machen Sie sich das klar. Aber wenn Sie es können, jetzt habe ich einfach ein bisschen Werbung für den Herrn Schüle mit seinem VDD Mac News gemacht. In der letzten Ausgabe hatte ich ein paar Worte dazu geschrieben. Rechnen Sie damit, dass Sie im ersten Jahr einiges nacharbeiten müssen. Aber verzweifeln Sie nicht. Sie haben andere Fähigkeiten, die Ihre Kommilitonen nicht haben. Die werden Ihnen später helfen. Sie bringen dafür was anderes mit. Und darum, das habe ich jetzt nicht mit kopiert, empfehle ich an solchen Stellen auch immer, machen Sie dann Teamarbeit. Da kommen die Abiturienten, die können Ihnen da in der Theorie ein bisschen helfen. Sie glauben gar nicht, wie Sie den Abiturienten mit Ihrer praktischen Erfahrung helfen können in vielen Fächern. Ja? Da kann man sich sehr gut ergänzen. Thema Anerkennung. Da gibt es eine Studie, also einen Beschluss sogar der Kultusministerkonferenz, ich habe gleich zwei unten zitiert, da steht so schön drin, bis 50% eines Studiums sind anerkennbar. Punkt, ja. Maximal dürfen wir bis zu 50%. Das geht aber weiter. Aber erstens, es müssen Belege vorliegen und dann hat die Hochschule zu prüfen, dass sie Kompetenzen mitbringen, die eigentlich erst im Studium dann vermittelt werden sollen. Und dann müssen wir auch anerkennen. Pflicht. Nur, wenn Sie nichts vorlegen können, wo irgendwie drin steht aus Ihrer Vorbildung, beruflichen Bildung, bringen Sie die und die und die Kompetenzen mit. Und dann muss man halt daneben gucken, welche Kompetenzen bringt das Studium. Ja, das ist das Problem, was vorhin in der Diskussion rauskam, wo der Herr Schmidt sagte, er muss sich alles im Detail anschauen, jedes Zeugnis, um zu prüfen, kommen da die gleichen Kompetenzen raus, wie wir bei uns abprüfen. Und dann müssen wir auch anerkennen. Das Problem ist tatsächlich, dieses Prüfen irgendwie machen. Ne? Also einfach zu sagen, ja, da liegt nichts vor, aber wir erkennen trotzdem die ersten zwei Semester an. Das dürften wir bis nach diesem Beschluss nicht. Deshalb bleiben im Moment eigentlich, so zwei Möglichkeiten über. Erste Möglichkeit, jedes Zeugnis aus der beruflichen Bildung sich einzeln anschauen, genau gucken, vielleicht sogar Gespräch führen und genau Punkt für Punkt durchgucken, welche Kompetenzen kommen. Damit haben wir die bei uns in unserem Modulkatalog als Kompetenz auch drinstehen und dann kann man es anerkennen. Wenn alle zwei Jahre nur einer kommt in meinen Studiengang, können Sie sich vorstellen, was das heißt. Die viel bessere Möglichkeit wäre natürlich die, man guckt sich das Zeugnis zum Beispiel an der Technikerschule an und sagt, wir gucken das Zeugnis prinzipiell an, was machen die da? Und dann haben wir für diese Schule, können wir pauschal sagen, einmal angeschaut, wenn einer von denen kommt, wird pauschal das und das und das und Fach anerkannt. Nur das lohnt sich erst ab einer bestimmten Menge. Ganz klar. Ja, und wie gesagt, diese pauschale Anerkennung
Eigentlich darf man es nicht. Man wo kein Kläger, da kein Richter. Eine andere Sache. Aber eigentlich geht es nicht. Was ist dann die Folge? Ach, lassen wir das Problem weg. Das ist viel zu kompliziert. Folgen. Wenn es kein abgestimmtes Studium gibt auf diese Klientel, beruflich Hochqualifizierte, ohne Abitur, sondern hat schon sein Standardstudium, wo die reingeschmissen werden. Und selbst wenn man wohlwollend anerkennt, dann kriegen sie einen Flickenteppich, habe ich einfach geschrieben. Da ist irgendwie im dritten Semester was anerkannt, im vierten Semester was anerkannt, im fünften Semester was anerkannt. Das kann ganz hilfreich sein, dann hat man ein bisschen ruhigeres Studium, man kann auch ein bisschen Geld verdienen vielleicht nebenbei. Aber es gibt keine echte Studienzeitverkürzung. Bon. Es sei denn, Sie haben, wie gesagt, dieses abgestimmte Studium, da kann man das irgendwie geschickt so legen, dass man dann sagt, okay, erstes, zweites Semester wird sozusagen anerkannt, da ist dann aber auch eben nicht Mathematik oder Physik in entsprechendem Niveau, das kommt dann erst danach, das geht, gibt auch solche Studiengänge, aber das ist eigentlich ein spezieller Studiengang für diese Gruppe. Davon gibt es eben nicht beliebig viele. Dann kriegen Sie auch eine reale Studienzeitverkürzung raus. Gut. Damit möchte ich eigentlich schon danken, denn wir wollen ja noch ein bisschen diskutieren und deshalb habe ich nicht auf eine halbe Stunde geplant. Ich will aber noch einen Punkt, weil er eben diskutiert wurde, gerade ansprechen. Das hatte ich gar nicht geplant. Master ohne ein Bachelorstudium wurde aber eben gerade diskutiert. Das ist in einigen Bundesländern, aber nicht, lange nicht in allen, in einigen Bundesländern geht das. Und da steht normalerweise drin, es muss eine Eignungsprüfung gemacht werden, ob der, die Bewerberin die Fähigkeiten hat, die man eigentlich nach einem Bachelorstudium hat. Und wenn ja, dann kann man ja in den Master gehen. Problem dabei ist, diese Eignungsprüfung ist nicht sauber spezifiziert. Das macht die Hochschule mehr oder weniger nach Gutdünken. Das ist das Problem. Deshalb ist dieser Zugang sehr, sehr umstritten. Also in vielen Bundesländern wird strikt abgelehnt. Es gibt einige Bundesländer, wo sich die Hochschulen gemeinschaftlich voll dagegen ausgesprochen haben, so etwas zu machen, weil sie sagen, solange die Eignungsprüfung nicht sauber spezifiziert ist, kann ja alles passieren. Auch die Konferenz der Fachbereichstage ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich zur Position der Konferenz der Fachbereichstage was sage, hat schon 2012 eine Stellungnahme dazu abgegeben mit eigentlich zwei wesentlichen Aussagen. Was fett gedruckt ist, ist eigentlich nur die eine. Die zweite muss ich mündlich sagen. Also einmal fordern wir, wenn schon so eine Eignungsprüfung, dann muss es klare Regeln geben. Was soll denn die? Soll die wirklich prüfen, ist das Bachelor-Niveau, was der mitbringt? Erste Möglichkeit. Und das zweite ist, wenn man das nicht macht und sagt, es reicht doch, wenn er den hochspezialisierten Master schafft, dann dürfte es eigentlich nicht Master heißen, weil wir beim Master im Moment eine andere Vorstellung haben. Wenn einer einen Masterabschluss hat, geht man eigentlich selbstverständlich davon aus. Er hat das breite Grundlagenwissen aus dem Bachelorstudium. Und selbst wenn der Master hochspezialisiert ist, dann ist das sozusagen an einem Punkt eine Vertiefung nochmal. Wenn man aber das große Grundlagenwissen nicht fehlt, nicht da ist, fehlt vollständig, dann müsste es irgendwie anders heißen. Sonst ist die Verwechslung einfach viel zu groß. Wie beim Techniker, stellen Sie sich vor, Sie haben Techniker Elektrotechnik und Informationstechnik. Und ganz am Ende Ihrer Technikerausbildung gibt es da mal so einen Spezialkurs speicherprogrammierbare Steuerung von mir aus von Siemens-Anlagen. Was würden Sie dazu sagen, wenn jemand extern reinkommt, macht das gar nicht, macht nur diesen Spezialkurs und weil der am Ende ist, soll er nachher Techniker heißen? Ist ein bisschen heikel mit dem Namen. Oder der Master hat irgendwann nur noch den Ruf, dass es eine hochgradige Spezialisierung ist und die breite Basis, da muss jeder genau selber hingucken. Aber so ist es im Moment in den Vorstellungen der Personalchefs nicht. Gut. Bon. Herr Professor Schink, ich habe so ähnlich gestern schon mal gefragt, sind wir nicht, Sie haben eben das Beispiel gebracht, dass sehr wenige Studiengänge so darauf abgestimmt sind, dass Vorkenntnisse sauber anerkannt werden können, dass man klar damit Semester spart. Haben wir zu abgegrenzte Bildungsinseln? Gehen da berufliche und universitäre Bildung zu wenig aufeinander ein? Ja, es sind zwei Paar Stiefel. Das eine ist, wir reden zu wenig miteinander. Es ist auffällig, wenn man zu solchen Veranstaltungen wie zu dieser kommt,
dass manchmal man im Gespräch merkt, ja, haben denn mal Sie von der Berufsschule, Technikerschule mit der nächsten Universität gesprochen? Sie glauben gar nicht, wie häufig Sie die Antwort kriegen. Nein, nie. Also erstens, man muss viel mehr miteinander reden. Uns haben nämlich auch genau diejenigen, die später was anerkennen sollen, schlicht einfach die Erfahrung nicht. Und bei den kleinen Stückzahlen ist das schlecht. Das zweite Problem ist ganz einfach, wenn die Stückzahlen noch klein sind, Stück, also wenn die Menschen klein sind, die Mengen, die so studieren, dann macht es eigentlich Sinn, dass die erstmal an spezielle Hochschulen gehen, die sich gut auskennen damit. Und solange die Stückzahlen nicht mehr sind, hat es keinen Sinn, das überall einzuführen. An dem Punkt drängt sich auch aus der Diskussion gestern der Eindruck auf, dass da ein riesiges Informationsdefizit ist, dass sehr wenige Leuten, die jetzt mit praktischen Fähigkeiten einen Zugang zur Universität oder zur Fachhochschule suchen, sehr wenige, die klar informieren können, da ist der Platz, wo du hingehen kannst. So ist es, ja. Es ist tatsächlich so, es gibt ein gewisses Informationsdefizit. Im Internet findet man diese guten Informationen. Studierende ohne Abitur finde ich klasse. Also da findet man wirklich sehr gute Informationen. Ich weiß, auch die Hans-Böckler-Stiftung gibt was raus und also verschiedene Player machen etwas. Aber das Wissen darüber ist wegen der Stückzahlen, und zwar interessanterweise auf beiden Seiten klein. Sowohl die Bewerber wissen häufig nicht, was sie an der Hochschule erwartet. Deshalb vorhin meine Frage, als ich sagte, wissen die, wenn die zu Ihnen kommen, die Meister, was sie dort erwartet. Andersrum aber genauso, da muss ich fair sein, bei unseren Kollegen jetzt ganz viele Studiendekane, die wissen überhaupt nicht von diesen Anerkennungsrichtlinien für beruflich Qualifizierte, weil die das häufig noch gar nicht auf dem Tisch hatten. Ganz einfach, menschlich. Haben wir noch Fragen im Publikum? Ja, mich würde interessieren, wie Sie dann das große Projekt Aufstieg durch Bildung einschätzen. Da sind ja hauptsächlich Fachhochschulen, aber auch zum Teil im Verbund mit Universitäten eine ganze Menge unterwegs. Allein in der zweiten Runde sind 50 ausgeguckt worden, in der ersten Runde fast 100. Also das ist, scheint jetzt ein Massenangebotsphänomen zu werden. Aber wie schätzen Sie die Chancen ein? Das ist ja auf 6 Jahre begrenzt, das Ganze. Ich schätze die Chancen, dass beruflich Qualifizierte mehr ins Studium kommen, für sehr gut ein. Und zwar, wenn ich die Rückmeldung von, aber jetzt bitte von den Hochschulen, die sich so ein bisschen darauf eingestellt haben, bekomme, dann gibt es diejenigen, da war ich vorhin ein bisschen erstaunt, dass es hieß, im Schnitt studieren die beruflich Qualifizierten länger und auch mit schlechteren Noten. Da habe ich auch teilweise genau das Gegenteil gehört. Also bei denen, die sich darauf spezialisiert haben, die sagen, teilweise haben sie den Vergleich zwischen Abiturienten, die teilweise mitstudieren, und den beruflich Qualifizierten, dass sogar die beruflich Qualifizierten besser abschneiden. Und gut, was die Ursache ist, ist immer so ein bisschen Spekulationssache, aber der Kollege, der die Zahlen jetzt zum Beispiel da, der Groß, der mir die Zahlen mitgeteilt hat, sagte ganz einfach, die wissen eher, was sie wollen. Diejenigen, die dort hingehen, die machen sich schlau, wissen normalerweise, was sie erwarten, aber das muss man sich schlau machen, wenn das bei den Abiturienten nicht unbedingt ist. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Also die Chancen halte ich für groß, denn diejenigen, die das wollen, die bringen ja diese berufliche Praxis mit und kommen mit einer ganz anderen Motivation. Aber man muss denen dann eigentlich mit Spezialprogrammen helfen. Und wie gesagt, dazu braucht man gewisse Mindestmenge. Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, inwieweit, also der Anteil der Abiturienten nimmt immer stärker zu und auch derer, die Abitur haben und beruflich qualifiziert sind und ein Studium aufnehmen, nimmt ja zu. Und inwieweit die, die jetzt nicht an der Zulassungsproblematik scheitern, weil sie formal das Abitur haben, die Berufsausbildung anerkannt wird auf ein Bachelorstudium beispielsweise. Und der zweite Aspekt, inwieweit das auch rückwärts funktioniert, die ganzen Studienabbrecher, in Berlin ist mir ein Programm bekannt, wo man mit 20 ECTS-Punkten eine verkürzte Ausbildung machen kann, inwieweit solche begonnenen und nicht beendeten Studien auch auf Techniker, Meister und so weiter angerechnet werden. Erster Punkt, wie viel Prozent einer beruflichen Qualifikation real auf Studium angerechnet wird, kann ich leider nicht mitdienen, habe ich nicht. Also ich weiß, bis 50% geht's, ich weiß, funktioniert, aber was im Moment statistisch in Deutschland üblich ist, weiß ich nicht. Zweite Frage,
Anerkennung rückwärts, das steckt im Moment ein bisschen in den Kinderschuhen, läuft aber recht schnell los. Es gibt jetzt inzwischen viele Hochschulen, die lokal, häufig mit den Handwerkskammern, Beratungen machen in den ersten Semestern, also sowohl Studienberatung als auch Berufsberatung, weil, und zwar gar nicht wegen der Abbrecher, sondern vielleicht auch deshalb, es fangen viele Leute an zu studieren, die vielleicht von ihren Interessen her besser eine berufliche Bildung gemacht hätten, aber ist der Trend halt, es in, halt zu studieren. Das läuft an, gibt es noch nicht sehr viel. Wir hatten gerade von der Konferenz der Fachbereichstage letzten Monat, also so neu, gerade hier vom Zentralverband des Deutschen Handwerks jemanden da und haben genau solche Themen angesprochen vor einem Monat. Also es geht gerade so los und wir wollen das ein bisschen vertiefen. Es muss nicht nur für Abbrecher sein, es kann auch eine Beratung sein. Mein Name ist Giese, ich bin Schüler an der TH Nord in Stralsund und ich habe Sie jetzt richtig verstanden, also der, wenn ich den Techniker jetzt abschließe, diesen September habe ich Prüfungen, Abschlussprüfungen und wenn ich den abschließe, dann habe ich bundesweit anerkannt, außer in Sachsen, bundesweit anerkannt normales Standardabitur, kein Fachabitur, sondern... Nein, sind gleichgestellt, aber das bedeutet also für ja. Sie nichts. Also ich meine, wenn Sie Techniker, also übertrieben gesagt, wenn Sie Gärtnermeister wären, könnten Sie ohne Probleme zugelassen werden im Physikstudium. Ob Sie es dann schaffen, das ist eine ganz andere Sache. Das war meine Frage. Das ist also eine andere Sache. Also ich könnte aber jetzt Zulassung mit, ja. Also mit meinem Techniker könnte ich jetzt ganz normal Pädagogik studieren wollen, wenn ich das wollte. So obwohl es. Ich Elektrotechnik, Informationskommunikation, bla bla. Ja, so okay. Ist es. Das kann ein gewisses Problem sein in der realen Ausführung, aber so ist es, ja.